Max und Moritz. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Na, das waren sicher Max und Moritz wieder. Seid ihr ihr Büßen? Nur noch über die Brücke! Und schon ist er auf der Brücke! Klacks, die Brücke möchte ich stützen! So lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss! Aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche. Und geschwinde? Stopf, stopf, stopf. Pulver in den Pfeifenkopf. Was ist das hier? Und er fasst das Ungetier. Und die Tante voller Grausen sieht man aus dem Bett sausen. Sagen Sie ihm Brei. Und ehe Sie es sich gedacht, waren zwei Brote draus gemacht. Was? Und dann nichts wie in den Trichter. Schütten wir die böse Wichter. Ricke, racke, ricke, racke. Geht die Mühle mit geknackt. Gott sei Dank, nun ist vorbei mit der Übeltäterei. Lachen wir's doch, da ist doch was im Busch. Na, wartet! Nun wisst ihr, wie das lief. Für manchen gut, für manchen schief. Da habe ich euch gefunden, ihr beiden Vagabunden.